Jetzt schauen wir uns noch ein paar Beispiele an, was man so alles machen kann. Gehen wir noch. Technik, weg, haben wir genug gehabt. Genug. Das vielleicht ist eine Bild noch. Sieh, ich habe in Japan ganze Reihen von Häusern gebaut. Dann kam Fukushima, das schreckliche Erdbeben und die Tsunami-Katastrophe. Genau wie das Erdbeben gekommen ist, haben wir mit dem Baukran ein Holz-100-Element in der Luft gehabt, in Japan. Und in Japan ist es so, die haben per SMS die Erdbebenwarnung gekriegt, der Kranfahrer hat es gekriegt und die Welle kam und da gibt es einen Nottasten, dass der das sofort absenken kann, dass er halt gerade nicht runterfällt. Und der hat die Taste gedrückt, das Element war am Boden und dann ist das Erdbeben gekommen. Und alle unsere Gebäude, da gibt es auch eine Kirche drüben, haben diese schweren Beben vollkommen unbeschädigt überstanden. Wie wir wieder rüber konnten, haben wir das evaluiert, vollkommen unbeschädigt. Holz ist so elastisch, das ist in höchstem Maße erdbebensicher. Oder so eine Holzwand schirmt Hochfrequenz, ich sage 99,99%ig ab. Da geht nichts durch. Wie ich als Förster aufgebrochen bin vor einem Vierteljahrhundert und vom Opa gelernt habe, die ersten Häuser zu bauen, hätte ich nie daran gedacht, dass ich Jahre später für Militärs mit meinem Holz abhörsichere Gebäude baue. Das habe ich gemacht in Skandinavien, weil sie es mit Beton nicht schaffen. Weil sie nicht 2 Meter dicke Betonwände machen wollten. Weil der Beton muss so dick sein, dass er dieselbe Abschirmung erreicht. Voriges Jahr, wie diese NSA-Geschichte aufgekommen ist, und man denkt, die schreibt der Frau Merkel einen Brief, wenn ich da was hätte für sie. Aber sie wohnt immer noch nicht im Holzhaus, es ist ein Jammer. Also da liegt so viel an Hightech drinnen, man glaubt es nicht. Aber jetzt schauen wir wirklich Beispiele an. Hochwasser, schauen Sie, ein Hotel von mir war im Wasser. Das Wasser ist zurückgegangen, es ist ja über eine Woche im Hochwasser gestanden. Die Fußböden waren kaputt, die hat es aufgestellt. Die Wände, da waren die Decklamell etwas gewellt, haben es mit Hochdruckreiniger gereinigt, neuer Boden rein, 10 Tage nach dem Hochwasser wieder aufgesperrt. Durch die Kreuzlagen ist es ziemlich wasserfest, das Ganze. So, und jetzt aber Architektur. Bitte gehen wir es der Reihe nach durch. Ob Sie im alpinen Stil bauen oder moderne Architektur bauen, oder ob Sie sagen, ich möchte es verputzen, ein Drittel unserer Häuser sind außen weiß, weil überall ist Holz nicht schön, überall will der Architekt es nicht. Ob Sie es kombinieren oder mit Backstein verkleiden, alles ist möglich. Holz ist wie der Baum im Wald, friedlich, verträgt sich mit jedem, mit Stahl, mit Glas, mit anderen Materialien. Der Bauherr hat das grau lassen, der hat die Bretter gesagt, mein Schädel wird grau, das Haus wird auch grau werden, zum Streichen bin ich jetzt faul. Das ist eine persönliche Einstellung. Ich hätte bei meiner Frau nie eine Chance, sowas zu machen. Weil meine Frau hat zu mir gesagt, ich will kein Haus, das graue Flecken hat. Dann habe ich gesagt, du hast doch mich, schau mich an. Aber das hat sie nicht gelten lassen. Also bei dir ist das okay, beim Haus nicht. Dann habe ich Lärchenharzöl genommen, habe es bei abnehmendem Mond die Holzfassade gestrichen. Und es ist wunderschön und ich werde mein ganzes Leben diese Fassade nicht nachstreichen müssen. Ich habe solche Fassaden, die sind jetzt bald 30 Jahre und sind etwas dunkler geworden, aber gibt es keine Fleckigkeit, gar nichts. Wunderbar. Und einen Teil habe ich auch noch verputzen müssen. Sie wollte ein Drittel weiß und da war sie sich mit dem Architekt einig. Die haben sich gegen mich verbündet. Natürlich ist jetzt ein Drittel weiß. Vor dem Haus haben wir einen Kalkgrund gemacht, Löschkalk, Kalk gelöscht und den reinen Kalk aufgeputzt, wunderbar. 2 cm Putzträgerplatten, das kann auch Weichfaser oder sonst was sein. Also jede Oberfläche. Schau, da haben wir ein Haus, 2 Münchner Philharmoniker, für die haben wir das Haus bei München gebaut. Da hat die Frau mit Lehm diesen Violinschlüssel modelliert und da sind Plastikschleich drinnen, da geht das warme Wasser von der Heizung runter, das ist die Heizung fürs ganze Haus und ein kleiner Kachelofen. Da schirmst 3 Meter Holz rein. Und das ist das, was wir für das Wohnhaus empfehlen. Weil die Technologie wie im Filmarchiv, Zero, also das Null-Energiehaus, ist eigentlich von Investitionskosten zum Nutzen im Verhältnis zu teuer. Damit ich die letzten 3 Meter Holz wegbringe, muss ich am Schluss nochmal 70.000, 80.000 Euro investieren, das zahlt sich nicht aus. Jetzt ist beim normalen Wohnhaus gescheit, dass ich nur mit der Wirkung vom Holz baue und die Sonne
und 2-3 Meter Holzbrennholz dazu und ich komme wunderbar, ganz unabhängig von allem durch das Jahr. Ich habe in den letzten 10 Jahren mehr als 1000 Bauten in 33 Ländern errichtet. Von Tokio bis San Francisco, von den Tropen bis 200 Kilometer nördlich vom Polarkreis. Und mein kältestes Haus, also nördlich am kältesten Platz, dort ist im Winter minus 40 Grad. Nördlich von Tromsø, wenn das jemand kennt. Also da fährst du lang da rauf. Wenn du mit dem Auto fährst, bist du lang unterwegs. Da ist minus 40 Grad, da wohnt eine Familie drinnen, die haben keine Zentralheizung. Einen offenen Grundriss, einen so einen Dehnenofen. Da oben braucht jetzt nicht mit 3 Meter Holz, die braucht nur 10 bis 15 Meter, je nach Winter. Und im Badezimmer haben sie eine Fußbodenheizung. Das ist ein ganz kleines Badezimmer, da haben sie eine elektrische Fußbodenheizung. Sonst nichts. In einem Klima, was minus 40 Grad hat. Darum vergessen Sie diesen Trend, diesen ganz komischen Trend, der momentan in Deutschland läuft. Ich kriege ja die Ganselhaut. Die Deutschen picken sich aus Hirn mit Styropor zu. Ja, unglaublich. Stellen Sie sich einmal vor, wohin mit dem Zeug, wenn wir es nicht mehr brauchen. Jetzt gehen wir weiter. Ich komme auf das nochmal zurück, dann erzähle ich das. Dann mal weiter. Innen können Sie die Oberflächen mit Holz lassen, verputzen, wie Sie wollen. Sie können Hollywood-Villa bauen oder eine wirkliche Villa. Das hat 2000 Quadratmeter, da hat man eine Betonwand gemacht und eine Platte. Und dann haben sie uns gesagt, wir sollen 4 volle Holzgeschosse, das geht ganz zurück, 1, 2, 3, 4, dort hinstellen. Auch die Rückwand mit Holz und einen Luftabstand zur Betonwand. Riesenbau war das in der Schweiz, dann machen wir es weiter. Ein Stiegenhaus, also man kann auch sehr mondän bauen. Im zweiten Stock ist das Schwimmbad, eine Holzwanne mit Edelstahl ausgelegt. Da oben ist das Speisezimmer. Da hat der Architekt gesagt, da wollen wir nicht das Holz 100, das soll ganz edel sein. Da nehmen wir besonders kostbares Material. Da haben wir gedacht, was kommt jetzt? Wissen Sie, was er genommen hat? Altholz. Wenn jemand einen Stadel abreißt bei uns, der so gebaut ist, wie es der Großvater gemacht hat, mit der Hock gehockt, da werden heute fantastische Preise bezahlt für das Material. Da kriegen Sie für das alte Baumaterial einen fantastischen Preis, was die Groß- und Urgroßelterngeneration gemacht hat, ist hundertprozentig werthaltig gewesen. Wenn Sie ein Haus aus den 70er Jahren abreißen, dann gratuliere ich Ihnen. Dann kommen Sie drauf, wie teuer eine Tonne Bausondermüll ist und dann kommen Sie drauf, wie wenig eine Tonne ist. Das sind zwei fundamentale Erkenntnisse. Und dann frage ich Sie, wer hat zukunftsfähiger gearbeitet? Die scheinbar Primitiven mit einfachem Werkzeug oder die, die in den 70er Jahren die ganze Palette an Bauchemie zur Verfügung gehabt haben. Deshalb Reinheitsgebot beim Bauen. Dann mal weiter. Also man kann sehr mondän bauen. Und das Kontrastprogramm, damit Sie nicht sagen, man muss ein Millionär sein, um mit Bäumen zu bauen. Da habe ich einen Förster gehabt, der wohnt zwischen Bozen und Meran, ist gekommen und hat gesagt, pass auf, ich wollte nicht herfahren, aber meine Frau hat mich hergeschleppt, weil wir haben sowieso zu wenig Geld für dich. Gute Aussage. Dann sage ich, wie kommst du auf das? Dann sage ich, ja, ich habe gehört, das ist so teuer, ich habe ein Budget, das wird nicht funktionieren. Gleich zum Beginn des Gesprächs, sag ich, langsam sitzen wir uns hin, trinken wir einen Kaffee und reden wir dann weiter. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und dann sagt er, er hat 250.000 Euro und wenn es geht, will er für seine Kinder auch ein vernünftiges Haus. Und dann haben wir ein Grundsatzgespräch geführt. Und ich sage, wissen Sie, wo der Preis eines Hauses herkommt? Die größte Chimäre ist, dass das der Baustoff ist. 80% des Preises, meine Damen und Herren, kommen aus der Planung. Sie glauben nicht, wie viele Pläne ich sehe, die von schlechter Qualität sind und wo du sofort siehst, da werden 10, 20 Quadratmeter einfach sinnlos verbaut. So viel Geld kannst du gar nicht verlieren, wenn du mit Holz oder was anderes baust. Das heißt, wenn die Planung hochwertig ist, dann ist die Entscheidung, ob ich mit Holz oder einem anderen Baustoff baue, vernachlässigbar dagegen.
Sparen Sie nicht an der Planung. Schauen Sie, dass Sie einen guten Planer bekommen. Da verlierst du viel. Wenn du durch eine schlechte Einteilung irgendwo 10 Quadratmeter mehr baust, der Quadratmeter kostet 2.500 Euro, da kannst du dir am Kopf stehen, außer du machst ein Poppartikelhaus. Aber das ist verloren. Sie dürfen bei zwei Dingen nicht sparen. Bei der Planung und beim Material. Und natürlich beim Material gehört eine gute Ausführung und ein guter Handwerker dazu, der es ordentlich macht. Und das ist alles. Es ist ja so, nur ist ja so paradox, wie wir denken. Wenn ich zu jemand bei uns, jetzt rede ich von Österreich, wenn ich zu jemand sage, ich habe in Salzburg eine Wohnung, die ist 120 Quadratmeter groß in schöner Innenstadtlage, da sagt jeder, wow, toll, 120 Quadratmeter Wohnung in Salzburg, da kann man super leben. Wenn ich zu jemand sage, ich habe 30 Kilometer hinter der Stadt am Land, ein Häuschen, das ist 120 Quadratmeter, das habe ich gerade gebaut. Dann sagt jeder, was? Nur 120 Quadratmeter baust du? Wie kann man denn da leben, so klein? Verrückt. Und da liegt der Schlüssel für die Baukosten. Dass die Planung einmal wirklich zu den Bedürfnissen passt. Und das haben wir da auch gemacht und die Familie hat dann ihr Haus gehabt und haben das vom Anfang an die richtige Frage gestellt. Das Haus ist gestern habe ich gesagt, am Zürich, am Vierwaldstätter See in der Schweiz. Und die Bauherrin, das ist auch ein ganz schönes Beispiel, wo die Planung super ist, ganz einfach. Und da sieht man auch, Ästhetik hat immer mit Einfachheit zu tun. Es muss nicht kompliziert sein. Und die Bauherrin ist eine nette Dame, ist die Cousine von Prinz Charles, die Prinzessin Windischgrätz. Und sie hat mich beauftragt, bei jedem Vortrag zu sagen, dass das ihr Haus ist, weil sie hat gesagt, diesem guten System muss man geholfen werden. Ganz eine entzückende Dame. Also Ästhetik kann ganz einfach sein, muss nicht kompliziert sein. Sie sehen den Kontrast, modern, alt, alles geht. Lassen wir das vielleicht noch. In dem Haus wohnt der erfolgreichste Sportler Österreichs aller Zeiten. Niemand hat mehr olympische Medaillen gewonnen. Und der ist zu uns gekommen, hat gesagt, er möchte ein Haus, wo er maximale Energie tankt. Vor seinem Comeback. Der Felix Gottwald, nordischer Kombinierer, hat 7-mal Olympia gewonnen. Und dann haben wir das Haus gebaut und dann ist er zurückgekommen und wieder alles gewonnen. Ich weiß schon, das klingt wie billige Werbung. Ich hätte es auch nicht erzählt, wenn ich nicht von Max Moser wüsste, was im Organismus passiert, was da reingehst ins volle Holz. Und bei den Hotels ist das Gleiche. Die Hotels, die sind unglaublich gut gebucht, weil die Leute gern hingehen. In Norwegen, in Österreich. Machen wir es kurz, das ist in Leogang. Man kann dort Probe wohnen. Innen ist jede Gestaltung möglich. Lassen wir das vielleicht. Schauen Sie, die Eltern haben diesen Betrieb gehabt, dann haben sie es der nächsten Generation, den Kindern übergeben. Vor 4 Jahren haben wir das zwecks Übergabe und Modernisierung diesen Traktor zugebaut. Bei der Eröffnungsfeier hat der Vater zu mir, jetzt hast du mein Geld und ich die Schulden, jetzt müssen wir schauen, ob wir es zurückverdienen. Aber wenn es gut geht, bauen wir nach 10 Jahren wieder. Nach 2 Jahren sind sie gekommen und gesagt, in Salzburg ist die durchschnittliche Auslastung solcher Hotels 46%. Wir sind zu 98% das ganze Jahr voll belegt. Wir wissen nicht, wohin mit den Gästen. Und haben nach 2 Jahren wieder gebaut, haben einen Plan mitgehabt, den gleichen Architekt. Und dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Geschosse, nur Holzbau, daneben hingestellt. Baubeginn 2. April 2013, schlüsselfertige Eröffnung 1. August 2013. Am 1. August waren alle Zimmer voll belegt, jeder Vorhang aufgehängt, alles fertig. Am 31. Juli waren 150 Handwerker auf der Baustelle. Aber keine Baufeuchte, alles vorgefertigt, da geht das. Das können Sie, sowas geht konventionell nie. Wenn du das mit Zirkel baust, bist du 2 Jahre dabei. Ein paar Eindrücke. Es gibt auch Holzhotels in Deutschland, man muss nicht nach Österreich fahren zum Probewohnen. Bad Hindelang, Norwegen. Wir haben heute, oh, da haben wir was zurückgeschaut, wir haben über das Bretterdach heute geredet. Gell?
Und eins weiter. Ja, das haben wir anlässlich der Weltausstellung IBA 2013 mitten in Hamburg gebaut. Da haben wir eins der Siegerprojekte gewonnen. Und das erstmalig in Deutschland einen Fünfgeschosser gebaut, der nicht gekapselt ist. Weil sonst verlangen die immer, Holz brennt, Gips innen drinnen. Und da haben wir mühsame Diskussionen mit der Feuerwehr und den Brandbehörden führen müssen. Und eines Tages bei diesen Diskussionen kommt einer daher und sagt, ich hab da was. Ein Film vom Norddeutschen Rundfunk. Durch Zufall entstanden, kein Drehbuch. Filmteam vom NDR war in Frankfurt in ganz anderer Sache unterwegs. Redakteur voraus, Kameramann in der Mitte mit seiner Kamera und der Dritte mit dem Stativ hinten noch. Und die wandern am Gehsteig entlang, kommen bei einer Baustelle vorbei, wo ein Stadthaus in Frankfurt, 7 Geschosse, zum Passivhaus verwandelt worden ist. Das heißt, das Steinhaus wurde so dick in Styro sowieso eingepackt und verputzt. Alles fertig, die Bauarbeiter haben gerade Gerüst abgebaut. Und wie es der Teufel haben will, hat einer der Bauarbeiter, Sie kennen das, hat einer der Bauarbeiter die Zigarettenkippe, sagt man bei euch, gell? Bei uns ist das ein Chick in Österreich. Die Kippe in Mistkübel reingehauen und just in dem Moment beginnt der Mistkübel zu brennen. Was macht ein Kameramann, wenn er eine gefährliche Situation sieht? Er ruft nicht die Feuerwehr. Der nimmt die Kamera, Stativ und filmt auf den Mistkübel und hat ein einmaliges Dokument geschaffen. 7 Minuten, nachdem die erste Flamme aus dem Mistkübel gekommen ist, ist die verputzte, angeblich brandbeständige Fassade vom Gehsteig bis zu ganz oben im Vollbrand gestanden. Unvorstellbar. 7 Minuten. Und die schwarze Wolke, das weiß ich von meinem Professor Moser, ist Blausäure und Dioxin höchst giftig. Wenn du da die Nasen reinhältst und zweimal tief Luft holst, fällst du hinten runter. Höchst giftig. Und dann, Journalisten sind ja manchmal hinterhältig, haben sie die Konzernsprecherin, es war eine Dame, von dem Konzern, der das Zeug herstellt, vor die Kamera geholt, die hat das gemacht und haben ihr offenbar unvorbereitet die Frage gestellt, ob sie beantworten kann, wie die nächste Generation das Material entsorgt, wenn es jetzt auf allen Häusern klebt. Und das war eine Frau Doktor sowieso und die hat dann angesichts dieser schwierigen Frage den Kopf schiefgelegt, hat nachgedacht, in die Kamera geschaut und hat gesagt, das wissen wir nicht. Ich kann nur sagen, die Bäume haben da bessere Lösung. Die haben eine bessere Lösung. Das ist der Woodcube in Hamburg. Ja, dann mal weiter. Und das geht bitte, ich habe heute so einen Holzwurm-Vortrag gehalten. Sehen Sie das Holz als ein exemplarisches Beispiel. Das gilt alles, was ich gesagt habe, natürlich nicht nur fürs Holz. Das gilt für alle Bereiche des Lebens. Es ist nicht wahr, dass Industrie unsere Lebensgrundlage zerstören muss oder zumindest belasten muss. Das stimmt nicht. Mein größtes Werk, das ich betreibe, das ist nicht in Österreich, das ist in Baden-Württemberg, im Schwarzwald. Sie sehen da die Autobahn Basel-Frankfurt, da oben ist Offenburg und da ist meine Fabrik für die Holzhunderthäuser. Von dort kommt auch der Kindergarten. Und da war früher Militärgebiet, da waren früher die NATO-Flugzeuge. Und wir haben jetzt diese Shelters nach dem Motto Flugscharen aus Schwerter, haben wir die Shelter mit Mondholz angefüllt und die Halle gebaut. Und in dieser Fabrikshalle bauen wir ungefähr 200 Häuser im Jahr. Und da gibt es große Maschinen, ist eh klar, und Roboter. Und alle Maschinen, der ganze Energiebedarf, den wir haben, ist ungefähr 2/3 von dem, was die Sonne dort oben mit der Photovoltaik erzeugt. Wir können den Strom gar nicht verbrauchen, nur von dem, der uns aufs Werkdach scheint. Wenn man Industrie richtig denkt, kann sie genauso nachhaltig sein wie der Baum im Wald. Und diese Parabel, die können Sie übertragen auf unsere Ernährung, auf unsere Bekleidung, auf viele Bereiche des Lebens. Und das hoffe ich, dass ich damit
mit diesem Vortrag und vielleicht auch mit dem kleinen Film, der da läuft und weiterläuft, darf mit einem Beitrag leisten kann. Dass der eine oder andere einen Anstoß bekommt und in sein Leben was mitnehmen kann daraus. Sehr geehrte Damen und Herren, liebes Publikum, ich bin in meiner ganzen Schulzeit nie so lange so ruhig gesessen. Ich danke Ihnen. Dankeschön. Danke. Danke. Danke sehr. Mach den Schluss noch. Bitte, Daniel, komm raus. Danke. Wow, danke.